Die Natur ist intelligenter als wir, wenn man das mal als intelligent bezeichnen möchte. Also, wie immer man es nennen möchte, auf jeden Fall brauchen wir definitiv nicht glauben, dass wir in irgendeiner Form auch nur ansatzweise die Chance haben, irgendwie ja, so viel Einfluss zu haben, wie die Natur sie hat. Ist nicht und das wird nie sein. Nein, 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 nein. Dafür ist der Mensch viel zu unbedeutend. Hashtag ist so. Wenn du dich auf den Kopf stellst, lieber Mensch, du bist völlig unwichtig. Ich glaube, das ist sowas, was mir in meinem Leben extrem viel hilft. Ich predige ja immer gerne, dass alles viel leichter macht, wenn man sein Leben mit ein bisschen mehr Demut lebt, wenn man sich selbst nicht immer so fürchterlich wichtig nimmt. Und ich nehme mich selbst zugegeben nicht wirklich so wichtig. Ich bin mir selbst wichtig genug. Mittlerweile war zugegeben auch nicht immer so. Dass ich schon irgendwie so versuche, mein Dasein zu erhalten, mein Leben zu erhalten, wie auch immer. Also ich gehe nicht gänzlich leichtsinnig mit meinem Leben um. Dafür bin ich mir selber dann doch gerade noch wichtig genug. Aber ansonsten bin ich da auch eher zurückhaltend, ne? Ja, und ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass ich für mich, also ich hab da bestimmt irgendwann auch schon mal so ein bisschen drüber philosophiert. Ich habe ja so für mich so ein bisschen meinen eigenen Glauben gefunden. Ich bin im Allgemeinen ja sehr christlich erzogen worden und dieser Glaube ist prinzipiell auch in mir verankert, wenn man so will. Allerdings habe ich das für mich selbst ein kleines bisschen uminterpretiert quasi, wenn man so will. Ich sage ja mal ganz gerne, oh, ich habe mal intensiv drüber nachgedacht und ich bin mir sicher, ja, Gott ist eine Frau. Werde ich mal ganz komisch angeguckt. Ich mag es ja komisch angeguckt zu werden. Ich mag es ja sowieso mit Aussagen teils Verwirrung, teils Empörung zu verursachen. Deswegen. Ich finde es eigentlich immer gut, wenn man über Aussagen, die ich treffe, mit verschiedenen Meinungen diskutiert. Was ich nicht mag, ist, wenn man einfach von vornherein sagt, das ist Quatsch, das ist Scheiße, was du da erzählst, das ist einfach falsch, fertig, weil das ist mir, es gibt meines Erachtens kein richtig und kein falsch, sondern es gibt immer nur verschiedene Ansichten. Gut, klar, ja, sicherlich gibt es in gewissen Sachen ein klares richtig oder falsch. Wenn ich jetzt sage, sagen wir mal, ja, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin, dann gibt es da kein richtig und kein falsch, sondern dann ist das schlichtweg einfach so. Dann gibt es da auch kein, ja, aber unter der Prämisse, dass so und so ist sie vielleicht auch eine Schildkröte. Nee. Aber gut. Ja, aber gerade was Glaubens- und Meinungsfragen betrifft, gibt es kein richtig oder falsch. Eine Meinung kann meiner Meinung nach nicht falsch sein. Ich kann natürlich abweichen von anderen Meinungen. Sie kann
abweichen von einer allgemeinen Meinungsnorm. Also, wenn alle der Meinung sind, Lord Voldemort ist zurück und einer ist aber dann der Meinung, so ein Quatsch, Dumbledore lügt, dann finde ich nicht, dass die Meinung an der Stelle des einen falsch ist. Weil es ist halt immer noch seine Meinung. Wenn er der Überzeugung ist, Dumbledore lügt, Voldemort kann nicht zurück sein, es ist einfach nicht möglich, dann ist das seine Meinung. Wenn jetzt Voldemort aber trotzdem zurück ist und wenn sich das beweisen lässt, dann kann man ihn ja vom Gegenteil überzeugen, dann kann man möglicherweise seine Meinung ändern, aber ja, es ist schwierig, schwierig. Aber wie gesagt, grundsätzlich finde ich, ist eine Meinung erstmal nicht einfach richtig oder falsch, sondern halt eben erstmal nur eine Meinung. Deswegen begrüße ich es eigentlich immer ganz gerne so, wenn da im Allgemeinen auch einfach mal, wenn ein Meinungsaustausch besteht, wenn auch diskutiert wird, dann ja. Aber es muss ein Austausch sein. Man muss dann auch irgendwo die Meinung eines anderen auch akzeptieren können, auch wenn sie der nicht der eigenen gleichen. Wenn man jetzt das Gefühl hat, dass das, was der andere sagt, das Gefühl hat, dass das falsch ist in den eigenen Augen, dann ist das für mich eigentlich kein Grund, ihm zu sagen, nein, du hast Unrecht, du liegst falsch, sondern ich denke mir dann immer, es ist eigentlich eher die richtige Richtung, dann zu überlegen, ja, ihm klar zu sagen, es gibt diverse, ich sag mal, Beweise vielleicht für dafür, dass das vielleicht doch so und so ist, auch wenn du es anders glaubst. Also ich meine, dass man da halt, man sollte da entsprechend normal einfach vernünftig drüber reden können und nicht einfach von vornherein sagen, nee, deine Meinung ist falsch, ich hab recht, fertig. Auf so einer Grundlage lässt es sich einfach nicht brauchbar diskutieren. Und ich finde die Diskussion im Allgemeinen immer sehr wichtig, wenn sie gesittet abläuft und dabei geht es ja auch ein Stück weit um Meinungsaustausch und ja, ich habe allen Stein verbraten, krass, aber dafür ist der gesamte Boden gelegt jetzt hier in der Zwischenzeit hier. Das will ich halt auch zumindest bis hierhin, bis zu dieser Linie auch noch in Stein umwandeln. Inklusive der Treppe und das hier oben bleibt dann wieder Holz. So, das so zwischendurch. Naja, auf jeden Fall. Das hatte ich ja irgendwie über Weihnachten, hatte ich da ja schon drüber philosophiert. Ist meine Ansicht der Dinge ein bisschen, dass, ja, das, was in der Bibel steht und so, und das, was auch diese ganze Jesus-Geschichte und so ausmacht, dass das ist eine Glaubenssache. Es gibt viele Menschen, die sind da sehr, sehr überzeugt von und vielleicht auch manchmal ein bisschen. Ja, könnte fast sagen, engstirnig, wenn man da diesbezüglich anderer Meinung ist. Das ist aber in Glaubenssachen immer so ein bisschen gefährlich. Je intensiver man an etwas glaubt, desto weniger lässt man andere Darstellungen dieser Sache zu. Weil die. Ja, das Akzeptieren anderer Darstellungen und das Akzeptieren, dass es eventuell doch auch andere Möglichkeiten geben könnte, Dinge zu sehen, lässt einem in seinem eigenen Glauben erschüttern, wenn man so will. Und er lässt sich nicht gerne im eigenen Glauben erschüttern. Weil das hatte ich auch schon gesagt, damals, da an jenen Ausführungstagen. Glaube ist Hoffnung und wenn man an etwas glaubt, dann hat das auch immer mit ein bisschen Hoffnung zu tun und wenn dann irgendetwas diesen Glauben erschüttert,
zerstört es einem ja auch Hoffnung und kein Mensch lässt sich gerne Hoffnung zerstören. Also ist das immer ein bisschen schwierig. Meine Sichtweise des Ganzen widerspricht auch im Großen und Ganzen der, ich sag mal, Basis des christlichen Glaubens nicht. Meiner Meinung nach, wie gesagt, ist halt, dass dieses ein alles, was da so steht, quasi, ich suche übrigens gerade irgendwie nach einem Baum, der nicht allzu weit weg ist, den ich mal fällen könnte. Einerseits, weil ich wieder Holz fürs Lagerfeuer brauche, andererseits. Nee, weil ich Holz fürs Lagerfeuer brauche. Stimmt, das war der einzige Grund eigentlich. Ich will diese kleinen Bäume noch nicht umhacken, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass sie noch ein bisschen größer werden und dass dann da auch entsprechend ein bisschen mehr bei rumkommt. Ich nehme mal den da. Naja. Zurück zu meiner Aussage von wegen, Gott ist eine Frau, hängt damit zusammen, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass seit jeher. Fall halt in die andere Richtung, blöder Baum. Hallo Wolf! Wird halt das Ganze immer so dargestellt, dass Gott irgendwie ein menschenähnliches Wesen ist. Das heißt ja auch, er habe Adam nach seinem Ebenbild geschaffen. Das allein sagt er dann, dass man ihn sich irgendwie als Mann vorstellt. Aber gut, diese Vorstellung ist aber halt auch noch aus einer Zeit, wo die Frau an sich ziemlich unbedeutend war, außer natürlich zum Zweck der Fortpflanzung. Oder weil sie kochen konnte. Aber das ist in der heutigen Zeit eigentlich so auch nicht mehr ganz, ist nie mehr so modern und Frauen sind durchaus auch fähig, Großes zu leisten. Sicherlich waren lange Zeit auch die, ich sag mal, die ganzen Künstler, Schriftsteller, Erfinder und so waren alles Männer, aber es gibt zwischendurch auch so eine Marie Curie zum Beispiel, die ja nur auch nicht Unbedeutendes geschaffen hat. Zugegeben, natürlich könnte man sich überlegen, ob es vielleicht besser gewesen wäre, sie hätte es gelassen, aber darum geht es ja jetzt nicht. So, erstmal wieder Feuer an. Ja, aber wie auch immer. Deswegen würde das meiner Meinung nach eben so dargestellt, weil es gab keine Alternativen. Und ich sag mal, gerade im Mittelalter, man versucht sich alles in irgendeiner Form für sich selbstverständlich greifbar zu machen, was man sonst nicht verstanden hätte. Mein Grundgedanke widerspricht dem nicht gänzlich, nur sagt er halt jetzt nicht unbedingt, dass das so ein Menschen- oder mannähnliches Wesen ist, sondern dass es halt wirklich eher wie eine Art Energiefeld ist, sage ich mal. Nichts, was man greifen kann, was man sich irgendwie vorstellen kann. Deswegen ist meiner Ansicht nach, ja, Gott eine Frau, nämlich schlichtweg einfach, wie man sie nennt, Mutter Natur. Das ist für mich eben diese eine göttliche Macht, wenn man so will, die alles zusammenhält. Aber wenn es diese göttliche Macht namens Natur ist, dann kann man natürlich irgendwo auch davon ausgehen, dass der Mensch ja, vielleicht schon irgendwo die Krönung der Schöpfung ist, aber halt eben auch nur Teil eines Ganzen. Und wenn dieser Teil eines Ganzen in das Ganze nicht mehr reinpasst, weil er für das Ganze eine Gefahr wird oder wie auch immer, dann wird er eben quasi eliminiert und dann muss er weg und dann ist der Fall erledigt. Ja. Aber aufgrund dieser Einstellung, um zum eigentlichen Punkt zu kommen, warum ich das alles hier so gesagt habe und so, nehme ich mich halt selbst auch nicht so wichtig, weil ich mich selbst halt eben auch nicht so für wichtig halte, weil ich mir halt eben denke, wenn diese allumgebende göttliche Macht namens Natur der Meinung ist, der Mensch ist mir ein Dorn im Auge und der muss weg und dann kommt er weg und dann kann ich da als kleines menschliches Wesen ziemlich gar nichts gegen tun. Und diese Einstellung
ja, lässt mich alles ein wenig demütiger betrachten. Ich sehe den Mensch halt nicht als Krönung und Mittelpunkt von allem, sondern nur als Teil eines Ganzen. Und dementsprechend bin auch ich nur ein Teil eines Ganzen und dementsprechend bin auch ich einfach nicht so wichtig. Und deswegen nehme ich mich auch nicht so wichtig. So einfach ist das mit meinem Glaubensansatz. Würde ich gerne vielen empfehlen, denn es nehmen sich meiner Meinung nach sowieso viel zu viele Menschen mit dem, was sie wissen und was sie denken und was sie tun, viel zu wichtig.